Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Requisitenjagd. Heute auf der Map Express. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, es ist die gleiche Lobby ungefähr wie in der letzten Folge. Ich hoffe, dass ich jetzt hier wenigstens ein gutes Versteck hinkriege, weil ich brauche unbedingt jetzt noch kurzfristig einen Clip. Das wäre echt bitter, wenn ich jetzt noch eine Runde nur versage. Deswegen hoffe ich, wir dürfen uns direkt verstecken. Das wäre optimal. Ja, was kann ich euch sonst noch Schönes mit auf den Weg geben? Ab Montag finden wieder Streams statt. Okay, Moment. Das ist gar nicht so verkehrt. Also damit kann man safe irgendwas, damit kann ich safe irgendwas machen. Jetzt ist nur die Frage, was? Jetzt bin ich instant überfordert. Ich könnte versuchen... Okay, der versucht in der Luft zu freezen, weiß ich nicht. Oh Gott. Nee, Mist. Nee, das ist gar nicht gut. Oh nee, das ist gar nicht gut, Leute. Verdammt, wo gehe ich hin? Ich könnte hier den Klassiker ausprobieren. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Okay. Können wir noch ein bisschen drehen hier. Ach, so blöd, dass ich nicht gerade bin. Verdammt. Aber ich bin echt nah an die Wand rangekommen, oder? Jetzt müssen wir einfach nur hoffen, dass nicht sofort einer hier gucken kommt, weil er weiß, dass man oft hier oben hingeht. Okay, da kommt der Erste. Alter, wie ist der die Treppe hoch? Die Leiter, meine ich. Der ist richtig hochgeslidet. Kurz durch die Luft geslidet. Okay. Eigentlich ist das geil. Eigentlich ist das auch gar kein so schlechtes Item für diesen Trick hier, wenn man besser springt, sodass man dann gerade ist. Jetzt hoffe ich nur einfach, der sieht mich nicht gleich, wenn er da rauskommt. Boah. Ey, okay, der schießt auch einfach auf alles. Das gefällt mir nicht. Aber mit etwas Glück ist das hier außerhalb des Blickwinkels von den meisten. Und wenn die nicht wissen, dass man sich hier oben verstecken kann... Oh Gott. Ja, alles klar. Ah, verdammt. Bei ihm hat man es gesehen. Verdammt. Ah, schade, schade, schade. Das ist nichts gewesen. Okay, jetzt müssen wir schauen. Ah, ich fand das aber eigentlich gar nicht so verkehrt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Eigentlich ging's. Naja, jetzt schauen wir mal, was haben wir hier noch so? Dark Soft. Okay, das ist gar nicht so dumm. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist halt echt gar nicht so dumm. Das merke ich mir mal. Aber das heißt auf jeden Fall, wir haben hier schon ein paar Spezialisten in der Lobby. Okay, finde ich krass. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, hätte ich echt krass gefunden, wenn er das jetzt immer noch nicht gesehen hätte. Hier bei ihm wissen wir leider nicht genau, was er ist. Er ist auch der Letzte, der lebt. Naja, mal gucken. 2 Minuten. Ist auf jeden Fall machbar, glaube ich, hier hinten in der Ecke. Müssen wir jetzt halt mal schauen. Da hinten kommt einer angelaufen, da oben. Oh. Jetzt kommen wir zu zweit. Okay, aber die Stun ist schon mal in die falsche Richtung geflogen, sehr gut. Oh, okay, krass. Ich würde echt gern sehen, was da war. Weil er hat den ja jetzt auch richtig souverän da weggekillt. Ja, okay. Aber trotzdem krass, dass er das so instant gesehen hat. Na gut, Level 549, das sind die echten Requisitenjagd-Sweater hier heute wieder. Okay. Da müssen wir jetzt nur zusehen, dass wir die alle finden. Aber Express ist auch eine Map, die ich nicht so gerne spiele in Requisitenjagd, weil, guck mal, hier ist der Lydia-Skin. Hallo. Was geht? Ich weiß gar nicht, ob ich Codenames anhab. Eigentlich sollte ich anhaben, dass man meinen Namen nicht sehen kann. Naja, jetzt müssen wir alle finden. Aber wie gesagt, ich mag Express nicht ganz so gerne als Map. Identifiziert und eliminiert alle Abtrünnige ja, Requisiten. Mach ich doch. Mach ich doch glatt, du. Hier so 2 Mülleimer nebeneinander, ehrlich? Hätte ich jetzt gedacht, es ist fake. Okay, das war gar nicht so dumm. Wenn man die Map nicht kennt, würde man es glauben. Okay, schön, ich den nicht gekriegt. Ja. Ja, hä? Ich habe doch auf Nachladen gedrückt. Okay, das rigged. Hat das Nachladen echt abgebrochen eben. Ach man, dass der mir jetzt abgehauen, das finde ich echt bitter. Das finde ich echt bitter. Guck mal, da rennt ein Rucksack. Ein Koffer. Oh, der hat gewechselt. Oh, mein Controller ist gleich leer. Komm, okay, sehr gut. Plan B. 25 Eliminierungen mit
Mit Zweitwaffen-Dings, ja, genau, ich kann aber nicht lesen. Mit Sekundärwaffen meine ich. Ah, guck mal hier. Komm, bleib stehen, Junge. Boah, der ist, mit dem Ding ist man aber auch so flink. Ah, toll. Das war schlecht. So, wo ist er hin? Ist bestimmt hier hoch, oder? Und zurück. Hätte ich an seiner Stelle auf jeden Fall gemacht. Beziehungsweise probiert. Ja. Okay. Die sind aber immer noch zu viert. Da müssen wir mal gucken. Da rennt einer. Okay. Habe ich nicht sonderlich gut getroffen, aber es hat gereicht. Okay, der Pfiff kam mehr von hier. Weil dieses Ding ist jetzt erst aufgetaucht. Okay, ich wollte schon sagen. Das wäre es ja jetzt gewesen. Pepsi over Coke. Weiß ich nicht, Leute, was sagt ihr dazu? Ich bin ja eigentlich schon eher der Cola-Trinker. Also der Coca-Cola-Trinker. Ja, noch eine Requisite, Leute. Müssen wir finden und zerstören. Das. Ich hasse das einfach. Aber es ist auch einfach, ich sag da einfach gar nichts mehr zu. Es ist einfach normal, dass das ständig passiert. Was ich sagen wollte, war, das Pfeifen kam eigentlich hier aus der Area irgendwo. Rundensieg, okay, gut. Gut, Leute, jetzt lasst uns hoffen, dass ich ein vernünftiges Item werde. Ich brauche jetzt ein gutes Item. Ich muss jetzt, kommt jetzt wirklich drauf an. Mir läuft langsam die Zeit davon, das Video muss um 18 Uhr online sein. Und wir haben schon gleich 17.30 Uhr, glaube ich. Ist schon ein nices Item, aber hier habe ich halt wieder das Problem, dass die das doch safe wieder direkt alle kennen. Also, nee, hier ist der falsche Zugabteil, ich muss in den anderen. Warte mal, hier, nee, das ist auch schlecht. Hier, das ist quasi der Zugabteil, wo man die Dinger hinmachen kann. So. Da würde ich mich platzieren. Hier noch zwei Täuschdinger und mich hier. Okay, kommt ganz ehrlich, Leute. Ich weiß, ja, ich weiß, es macht keinen Sinn, weil hier sind diese Türen. Aber wenn man jetzt hier einfach durchläuft, man nimmt es doch einfach in Kauf, oder? Ey, wenn er mich jetzt direkt killt, ich fange einfach wirklich an. Hä? Wieso hat er mich getroffen? Das war jetzt sus. Man kann also durch diese Wand hier durchschießen. Good to know. Boah, das gefällt mir gar nicht, dass der hier so viel abschießt. Tschüss. So, und schnell wechseln. Och nee, dann renne ich dem anderen in die Arme. Das kannst du dir nicht ausmalen. Kannst du dir nicht ausmalen. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss ganz dringend weg. Oh Gott, Leute, wo gehe ich denn jetzt hin? Tschüss! Nein! Nein, bitte nicht. Nein! Wieso denn? Das kann doch nicht wahr sein. Junge, der hat gar... Ja, und dann hat er so einen Langshot gemacht, oder was? Erzählt mir doch nichts. Oh Mann, ey. Aber okay, die Runde war okay. Die war okay. Ich wurde zwar gefunden dann, aber... Der Typ in dem Zug hat halt auch einfach auf alles geschossen. Was hätte ich tun sollen? Nichts. Ich konnte nichts tun. Einfach nur ehrenlos. Mann, ich mag das Zugversteck eigentlich mit den Sitzen. Guck mal, die anderen Sitze stehen auch alle... Nee, ach, das... Komm, hör mir auf. Die sind alle noch da, die Plätze. Ich hätte vielleicht einfach da sitzen bleiben sollen. Aber der sah für mich aus, als würde er mich gleich killen. Also, der war kurz davor, mich zu killen. Ich musste abhauen. Uff, Leute. Oh Mann, oh Mann. Okay. Aber wir bräuchten jetzt halt mal ein Pünktchen, ne? Wäre schon ganz gut. Wenn wir jetzt einen Punkt holen und dann die anderen nochmal killen, dann müssen wir uns nochmal verstecken, um zu gewinnen. Oh, okay, bitter. Jo, als ob der jetzt hier oben in meinem Versteck sitzt und den findet aber natürlich niemand. Das gibt's nicht. Das ist so unfair. Mich haben sie hier oben direkt gespottet, natürlich. Aber der chillt da mit seinem Rucksack einfach ab. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. 1:30 und das ist der Letzte, der lebt. Yonko Kaido ist der Letzte. Alter, wie die Scheiben da alle kaputt gehen. Brutal.
Okay, Zeitüberschreitung. Ist einer rausgeflogen oder was? Ja, wir sind einer weniger. Wir sind auch leveltechnisch das schwächere Team. Ey, das ist so witzlos. Also ich hoffe natürlich trotzdem, dass er nicht gefunden wird. Ah, jetzt. Ach, hä? Nein, nein. Digga, die haben mich doch direkt da oben gesehen. Ich will die Killcam sehen. Hat er den schon vorher gesehen und hat rumgechoked, um den zu verunsichern? Ja, hat er. Oder keine Ahnung. Kann ich nicht zuordnen, was das war. Okay, das ist nicht gut. Weil wenn wir Pech haben und die jetzt nicht alle finden, dann war's das. Wir müssen die theoretisch jetzt alle finden. Dann können wir uns noch einmal verstecken. Okay, let's go. Yonko. Und die mit dem Lydia-Skin hier. Wir schaffen das jetzt hoch. So. Triumphieren. Vielleicht bringt es ja ein bisschen Glück hier, sich im Kreis zu drehen. Ich mache einfach mal mit. Okay, mein Plan ist es jetzt direkt rechts lang zu laufen. Ich werde direkt diese Route hier nehmen. Und schauen, ob hier vielleicht sogar noch jemand dabei ist, sich zu verstecken. So, hier sieht erstmal alles solid aus. Digga, okay, ich sag da einfach gar nichts mehr zu. Ich bin einfach geistig verwirrt. Okay. Ein Pfiff kam auf jeden Fall hier aus der Region. Ah. Na klar. Na klar wird er auf einmal das Ding. Logisch. Ah, komm, ganz ehrlich. Das ist hier wirklich zum Scheitern verurteilt. Ist er rein? Ja. Ich sehe ihn nicht mehr. Sah aus, als wäre er durch den Zug durch. Vier Stück noch. Jetzt traue ich hier den Dingern selber nicht mehr. Warte mal da. Ich wollte gerade sagen, das klang, als würde es hier direkt aus der Nähe kommen. Den haben wir. Können wir mal hier drin gucken. Vielleicht hier wieder einer. Oh, guck mal, wie geil ich hier drüber geslidet bin. Auch keiner drin. Ah, ja, aber Täusch-Item, ne? Ja, ja, ja. Ach, das ist ja auch smart. Das habe ich auch noch nie gesehen, einfach so den Doppelkoffer machen. Dass es aussieht, als wäre es so ein großer. Hä, auch smart. Nee, hier werfe ich die nicht hin. Komm, ich hier. Ach, komm, ja, nee. Ich habe auch einfach keinen... Aber einfach keinen Bock mehr, mich da überhaupt noch zu äußern. Boah, jetzt muss ich nachladen. Ich gehe durch den Zug durch. So. Erst da oben rein. Markiere Wegpunktkoordinaten. Bei den hier fand ich auch sass, aber der scheint echt zu sein. Okay. Okay. Drei Stück noch. Oh Leute, das sieht nicht gut für uns aus. Das sieht nicht gut aus. Ey, wenn der es jetzt schafft, abzuhauen. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Aber wir haben noch 500 für die Eliminierung gekriegt. Okay, wild. Lass ich hier kurz mal um die Ecke rollen. Das gibt es nicht. Eine Requisite noch. Okay, jetzt könnten wir es theoretisch noch schaffen. Hier, diese Ecke ist so düster. Da könnte immer einer hocken quasi. Aber scheinbar nicht. Okay, eine Minute und eine Requisite. Es ist eigentlich zu schaffen. Okay, niemanden getroffen. Perfekt. Okay, das Pfeifen war... Das hat gar nicht gepfiffen, oder? Das habe ich mir eingebildet. Der Timer läuft nämlich noch. Okay, warte mal. Bleibe ich jetzt mal hier. Okay, Rundensieg. Geil. Das heißt, wir können uns jetzt nochmal verstecken. Aber das heißt, wir müssen jetzt die Runde auch entscheiden. Ich habe da ein schlechtes Gefühl, sag ich euch, es ist. Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Okay. Der Stuhl hier. Was ich halt eigentlich ehrlich machen könnte, wäre mit dem Stuhl hier hin. Irgendwie. Weil diese Ecke ist halt schon echt dunkel. Ah, so sieht man das aber. Und auf die Mülltonne komme ich nicht drauf, ne?
So vielleicht. Einfach hier in diese düstere Ecke. Jetzt mal ganz im Ernst. Ja, es ist nicht perfekt. Weil man sieht halt diese Lehne so ein Stück. Egal, ich probiere das. Ist mir egal, ich probiere es. Das ist so eine düstere Ecke. Wenn jetzt hier nicht direkt einer herkommt, könnte das echt klappen. Und ich kann ja auch noch zweimal wechseln. Nur von... Es kommt direkt einer hier hinten in die Ecke. Ich werde nicht mehr. Geh bloß weg. Geh bloß weg, Junge. Okay. Okay, noch lebe ich. Mal schauen. Also es ist schon dumm, aber es könnte funktionieren. Weil es ist wirklich... Ihr habt eben selber gesehen, als ich gesucht habe und hier in die Ecke bin, man sieht einfach nichts. Das ist so düster hier, man sieht einfach nichts. Und darauf baue ich jetzt einfach. Ich muss das einfach nur noch 3 Minuten 15 schaffen. Oh, ich mache mich immer bequem. So. Wunderbar. Und jetzt muss man einfach überleben. Einfach ruhig bleiben. Das ist auf jeden Fall zu schaffen. Würde ich behaupten. Unterm Radar. Okay. Mal gucken. Oh, jetzt habe ich gepfiffen, aber das ist nicht so schlimm, weil die sind alle übel weit weg. Oh Gott, jetzt ist da einer. Ich hätte es nicht sagen sollen, Leute. Ey, ich kann auch nicht mehr sitzen. Ich muss jetzt nach der Runde echt Schluss machen. Oh, das nervt mich so. Diese Klemmung, da muss endlich weggehen in meinem Rücken. Damit ich wieder vernünftig aufnehmen und streamen kann. Das ist echt belastend. Da kaufst du dir für 700 Euro einen Stuhl und klemmst dir einen Nerv. Man kann sich's auch nicht ausdenken, oder? Oh, der kommt. So, das war meine Chance, jetzt abzuhauen. Okay, das Item hier ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Die Frage ist nur, wohin damit? So vielleicht? Och nee, der ist schon direkt wieder hier. Er hat nur schnell auf den Stuhl geschossen. Oh Gott. Oh Gott. Das gefällt mir nicht. Der kommt auch safe jetzt hier rein und sieht mich. Ah, oh, das ist... Nee, das ist nicht gut. Wenn einer hier reinkommt und das sieht, der schießt direkt auf mich und hier kann ich ultra schlecht abhauen. Selbst wenn ich nochmal eine Stun schmeiße, ist hier, glaube ich, vorbei, wenn mich einer sieht. Aber ich bleibe jetzt hier, weil wo soll ich jetzt noch hin? 1 Minute 30. Das wäre jetzt echt chillig, wenn wir die 1 Minute 30 einfach überleben könnten und die Runde noch für uns entscheiden. Das wäre so stark. Da hinten dreht sich die ganze Zeit einer im Kreis, okay. Ey, wirklich. Ich frage mich auch, die Leute, die sich halt hinsetzen und das hier gerade wirklich spielen, also es ist Freitagnachmittag und die chillen hier ab und zocken einfach so Requisitenjagd. Das machen die gerade mit ihrem Leben. Also ich meine, was soll ich sagen, ich mach's auch. Aber bei mir hat es ja immerhin noch einen kleinen Hintergrund. Ach, schön. Aber ist ja gut, weil wenn niemand spielen würde, würde ich auch keine Lobbys finden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch aktiv private dieses Game zockt. Oder ob ihr es wirklich nur noch zockt, wenn wir streamen oder so. Zum Mitspielen halt dann mal das Spiel anschmeißen. Oder ob ihr wirklich auch noch private dieses Game spielt. So in eurer Freizeit. Und halt auch wirklich Requisitenjagd. Okay, der ist rumgerannt, aber jetzt kommt bitte nicht hier rein. Ey, noch 30 Sekunden, Leute. Wir gewinnen die Runde jetzt. Ich hab's im Gefühl, wir gewinnen die Runde. Easy, 25 Sekunden. Ich bleib jetzt auch einfach hier stehen. Ich hau nicht ab. Ist mir zu riskant. Ich werde sowieso irgendeinem in die Arme rennen. 15 Sekunden. Okay, ich habe ein gutes Gefühl. Ich bin aber auch wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen eben. Der kam da in die Ecke, der hat mich easy weggemacht. Okay, geil. Okay, nice. GG auf jeden Fall. Ach, guck mal, hier kommt man auch so hoch. Okay, aber da kann man nicht weit springen. Okay, nice, wir haben die Runde geholt und noch ein 3-2. So muss es laufen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, gebt gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann spätestens Montagabend im Livestream wieder. 20 Uhr bei Twitch und bei TikTok. Links in der Videobeschreibung. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Ciao.